Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue eine Villa für Josie. Also für die zukünftige Josie, wenn sie mal richtig viel Geld hat. Inzwischen hat sie ja schon 100.000, aber ich denke mal, ich werde hier bestimmt 200.000 verbauen. Sehen wir mal, wie viel Geld ich brauche, bis ich mit der Villa zufrieden bin. Und ich habe hier das Grundstück von dieser Judith Ward oder so ähnlich frei gemacht, weil die brauche ich persönlich nicht im Spiel. Und ich dachte mir, eins dieser Grundstücke sollte schon sein. Das große Grundstück, wo in dem anderen Safe Game die Jenny drin wohnt, also das da oben, das wollte ich jetzt nicht nehmen, weil vielleicht lasse ich die Jenny auch hier mal da reinziehen. Das hier ist das Grundstück von Thorn und ich dachte mir, vielleicht können wir den noch gebrauchen. Außerdem gefällt mir hier dieser Vorgarten sehr gut. Also Vorgarten wohl eher nicht, dieses Terrassensystem. Es ist zwar so ein bisschen altmodisch und ich wollte Josies neues Haus irgendwie eher modern machen. Also sagen wir mal sogar eher abgedreht. Also nicht so das normale modern, weil ich weiß nicht, wie die Bauregeln von normaler, moderner Architektur sind. Also hier sowas da. Und ich will das einfach so machen, wie ich Bock habe. Mal gucken, was daraus wird. So. Ganz besonders wichtig ist mir ein nicht ganz freistehender Pool, so halb freistehend, der... Ich mache ihn mal hier so in der Mitte. Der so hochstehend ist. So. Da kommt jetzt der Pool rein. Erstmal die mittlere Raumhöhe. Das ist in Ordnung. Gut. Und der Pool kommt jetzt hier über, sagen wir mal, ja, schon über das Ganze. So, und dann kommen hier Fenster rein. Aber erst nochmal kommt da trotzdem eine Wandfarbe hin, weil so an den Übergängen sieht man das öfters mal. Das mache ich vielleicht schon einfach ganz schlicht weiß. Und hier innen auch. Und jetzt kommen die Fenster. Mittlere Raumhöhe. Und ich nehme mal an, da sind schon diese schlichten Fenster am besten geeignet. Denn blau wird das dann von selber. So. Und das mache ich so rundrum. So. Und das Haus soll sich dann sozusagen um diesen, an diesen Pool dran schmiegen. So. Ja, das steht jetzt falsch. Ah, und dann muss ich auch noch Baby Move Objects anmachen, aber momentan gerade noch nicht. So, wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich auch eine Terrasse. Also so kommt man ja nicht rein in den Pool. Hier vorne wollte ich noch... Wie könnte ich das nennen? Ich probiere mal, ob ich das als Raum hinkriege, dass ich da oben eine kleine Terrasse habe. Nee, so nicht. So, ich hoffe, dass dann nicht die Fenster verschwinden. Doch, anscheinend schon. Na toll, dann muss ich die wieder hinmachen. Aber das ist ja schnell gemacht. So. Also, da reicht die so. Ich denke, ja. Hier kommt jetzt die Wand weg. Entferne ich die einfach oder ersetze ich die durch Spandrillen? Mal gucken, was haben wir denn da für Spandrillen? Erstmal Säulen. Da machen wir, nehmen wir vielleicht die leuchtenden Säulen aus Sanmai Shono. Also wenn schon, denn schon.
Ich will mich jetzt hier auch nicht groß auf Packs beschränken. So, das waren jetzt drei. Na, so passt das doch prima. Sondern eigentlich möchte ich gern frei Schnauze alle Packs verwenden, auf die ich spontan Lust habe. Mal gucken. Preiswerte Spandrille. Also mir geht's jetzt nicht ums Geld, sondern es soll irgendwie schlicht und geradlinig sein. Das ist nicht schlicht und geradlinig. Und dies hier, das sieht schon geradliniger aus. Und das da, das ist am geradlinigsten. Dann gucken wir mal nach den Farben. So oder so. Nee, das helle ist besser. So. Na, da sind die Fenster ja noch. Das ist doch schön. Gut. Jetzt drehe ich das und guck mal, ob ich da auch eine Spannbrille hinkriege. Jawohl. Und da auf der anderen Seite auch. So. Ja. Dann hat man hier oben eine Terrasse und da unten hat man eigentlich auch eine überdachte Terrasse. Das ist doch ganz praktisch. Also da kann man dann, wo man sich hinlegen kann, um den Pool zu genießen und so. Da sollten wir hier einen Zaun machen. So. Da gibt es doch auch so einen schicken Leuchtzaun. Ist das der? Beleuchteter Zaun, jawohl. So. Und so. Und von da kommt man da irgendwie hin. Jetzt brauchen wir noch einen Bodenbelag. Da nehmen wir irgendwelche Fliesen. Da gucken wir mal, ob sich irgendwie ein Marmorboden anbietet. Also das hier wäre vielleicht schon interessant. Diese Promi-Fliese ist nicht schick. Oder Steine. Weil es gab da ja schon verschiedene Sachen. Marmorierter Weg. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ich denke mal, das macht schon Sinn. Es hat jetzt zwar wenig Farbe. Gucke ich nochmal hier bei den Marmorfliesen. Ah, die haben aber auch, also die sollen eigentlich weiß sein. Das liegt wohl an diesem Abendlicht. Dann mache ich mal Nachmittag. Naja, es ist auch dieses rötliche Licht. Aber eigentlich soll es weiß sein. Die hier könnte man auch so blau färben. Oh, selbst dieses Blaue sieht gerade nicht blau aus. Das ist wohl der legendäre Abend in Del Sol Valley. So sieht es blau aus. Und das hat das andere hier nicht. Wo war das? Da. Oh, da gibt es hier diese dunkle. Nee. Tja. Na, ich lasse das mal, weil das ist typisch für Del Sol Valley. Was haben wir denn hier? Klassische lange Marmorfliesen. Ja. Auch hier ist das weiß, nicht weiß. Und dieses hier ist fliesenartig. Nee, dann lasse ich das lieber so. Fürs Erste zumindest. Bis mir was Besseres einfällt. Aber dieser Anfang gefällt mir schon recht gut. Und hier kommt jetzt das Büro dran. So. Mache ich das noch so ein bisschen reinversetzt? Nee, das fängt gleich hier an, weil hier haben wir ja schon was reinversetztes. So. Ja, sagen wir mal, das Bürogeschoss fängt hier an. Denn da muss ja ein
auch ein Klo rein und verschiedenen Empfangsbereich, weil sie ist jetzt ja auch berühmt. Also etwas, wo sie Leute treffen kann, ein Platz, wo sie an ihrem Videodings arbeiten kann und ein Trainingsraum zum Schauspielen mit diesem ganzen frisiert Kram und so weiter. Also das sollen mehrere Räume werden. Und hier kommen jetzt auch Fenster, damit sie hier die schöne Aussicht hat. Denn das ist ja wichtig, die schöne Aussicht. Ja, hier ist die Wandfarbe verändert worden. So, das ändern wir mal zurück und hier auch. Und ja, was ich da außen nehme als Wandfarbe, sehe ich dann gleich noch. Jetzt gucke ich mal, ob es da eventuell noch Fenster gibt, die noch attraktiver sind. Ich meine, dieses hier ist immer attraktiv, finde ich. Aber das habe ich jetzt letztlich schon bei Jenny benutzt, bei ihrer Villa. Das benutze ich sowieso sehr gern und häufig. Wie wäre es damit? Ja, es ist vielleicht nicht so ganz der passende Stil. Obwohl es schon ganz schön ist. Es ist mir ehrlich einfach zu viel Braun dabei. Das ist das Problem. Ja, hier unten dieses Braun. Und es gibt offenbar keine Variante ohne dieses Braun. Das heißt, das hat dadurch so was Ländliches. Und dieses hier, oh, das ist ein berühmt Fenster. Mal gucken wir. Tja. Und ich denke mal, die Aussicht ist mit dem hier besser. Aber vielleicht nehme ich da eine blaue Variante. So. Nee, eher so. Weil beim Pool bringt ja das Wasser von selber das Blaue rein. So, eventuell könnte man hier einen Ausgang machen. Also eine Tür, mittelhoch und dazu passend. Vielleicht sowas wie dies hier, ja. Stelle ich erstmal hier hin, dann mache ich mal Baby Move Objects an. So, oh, das war Baby Move Object. Baby.move Objects. Jawohl, jetzt. Dann mache ich vielleicht hier das weg. Da kommt das dahin. Das braucht auch noch eine andere Farbe. Ist das passend? Ja, ich glaube, das passt am ehesten. So. Und jetzt mache ich das eins weiter oder eins schmaler. Ist die Frage, was ich da noch alles so unterbringen will. Ich meine, theoretisch weiß ich, was ich unterbringen will. Wenn ich ein Klo unterbringen will, brauche ich auch einen Bereich ohne Fenster. Aber das mache ich vielleicht nicht hierhin, sondern hier vorne so ein kleines Klo. So. Ich denke mal, der Bereich ist auf jeden Fall groß genug. Jetzt überlege ich gerade, lasse ich das vielleicht ein bisschen vorstehen? Weil sonst sieht das so kastenmäßig aus. So. Ja. So. Und dann könnte ich dies hier doch versetzt machen. Ja, ich glaube, das kommt besser. So. Und vielleicht mache ich hier noch irgendwie eine schicke Ausbuchtung oder sowas. Da muss ich mal gucken.
So. Das Wohngeschoss soll oben sein. Habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht. Ich hatte irgendwie die fixe Idee, dass ich gerne eine zweigeteilte Treppe darauf hätte. Weil diese immer geraden Treppen sind immer das gleiche. Und mit diesem Landschaftstool kann man jetzt, glaube ich, auch so Treppen in Etappen machen. Ich setze jetzt hier mal einfach einen Raum drauf. Ich kopiere den mal. Und setze den mal so hin. So. Und dann mache ich den hier schmaler. Damit man von da aus auch in den Pool kann. Kommt hier dieses Fenster weg. Und hier muss natürlich noch ein Dachdings hin. So. Ne, irgendwo gibt es doch flache Dächer. Naja, sowas hier halt. Mal gucken, was hier passiert. Ja, im Prinzip ist das korrekt. Und das schieben wir rein. So, ja. Ja, so. Ja, eigentlich muss das noch weiter vorgezogen werden. Und dann kommt das hier rüber. Jawohl, und das wird kopiert und kommt hier rüber. So. Und jetzt steht das da über. Ah. Weil ich es falsch hingesetzt habe. Toll. Ja, ich mach mal. Oder ich kopiere das einfach nochmal. Das dürfte das Einfachste sein. So ist fein. Und jetzt kopiere ich mir da noch so eine Säule hin. Gut. Und hier auch. Und der Fußboden, der wird hier einfach auch hingemalt. So. Ja, und auch da. Okay, dann haben wir auch gleich noch eine Überdachung von dem Eingangsbereich, was ja gar nicht so schlecht ist. Dann hat man da schönen Schatten. Immerhin ist es ja sehr warm in Del Sol Valley. Da ist man froh über Schatten. So. So. Ja, willst du nicht? Dann machen wir das getrennt. So, jetzt. Okay. Und da will ich dann einen Eingang hin haben. Mache ich das so ein bisschen reinversetzt? Ja. Dann ist das Ganze zwar schmaler, aber ich kann ja auch noch einen draufsetzen. So. Und jetzt kommt hier so ein halb hoher Erdhaufen hin. Und irgendwie muss ich den auch sinnvoll hier einbetten. Da muss ich mal gucken. Dass es nicht nur so ein Erdhaufen ist, sondern dass das auch so aussieht, als würde es irgendwie Sinn machen. Das ist Gelände abflachen, auf Höhe abflachen. Auf Höhe des ersten angeklickten Bereiches eine bestimmte Höhe. Gut. Wie kann man die bestimmte Höhe nochmal festlegen? Die Pinselgröße. Die Höhe mit dem Höhenregler im Menü. Oder Steuerung und die Taste SZ. Okay. So, also das probieren wir mal. Wo nehme ich am besten Maß? Hier sieht man das vielleicht am besten.
So, das soll so halbe Wandhöhe sein. Steuerung SZ. Das ist runter. Ja, so sieht man das ganz gut. So vielleicht. Okay. Jawohl. Und jetzt muss das weniger schräg sein. Tempo einstellen, das kann ruhig ein bisschen runter. Weichheit. Ja, das ist jetzt etwas geschmeidiger. So. Gibt es hier noch so ein Ausgleichen? Mal gucken. Ja, das ist das, was ich wollte. So, weil ich will da gar nicht so viel unterbringen auf diesem Berg. Ein bisschen was schon. So. Jawohl. Und hier lasse ich so ein bisschen steiler. Mal gucken, wie kriege ich das kleiner? So kriege ich das kleiner, dass es so ein bisschen schräger ist hier. Und jetzt mache ich noch mal dieses hier. Dann wird das hier wieder ein bisschen vergrößert. Da kann man ja irgendwie schon so eine Terrasse mit Baum und so hinmachen. So. Okay. Und dichter geht das da wohl nicht dran. Aber ich schätze mal, eine Treppe kriegt man da bestimmt unter. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Treppe. Die Leuchttreppe, ist das eine ohne Dings, ich stelle sie mal hin. Nee, die hat hier so ein. Also die ist so ausgefüllt. Ich will eigentlich eine freischwebende. Also so eine will ich haben. Und ich nehme die mal in weiß. So. Bis hier hoch. Genau. So, na prima. Ja, ich hoffe, dass man da dann auch hochkommt, aber ich nehme an. Und jetzt kopiere ich mir die. So. Es sieht so aus, als hätte es funktioniert. Es ist so eine etwas unorthodoxe Methode, um endlich eine zweigeteilte Treppe hinzukriegen, dass man sich da noch einen Erdhaufen für baut. Aber es sieht so aus, als würde es so gehen. Okay, dann machen wir jetzt hier noch ein cooles Geländer. Da können wir ja das Leuchtgeländer nehmen. So. Wunderbar. Und hier rundrum wahrscheinlich auch am besten. So. Leuchtzaun. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, hier sollte man das auch machen. Damit man zwar ein Infinity Pool hat, aber ansonsten. Oh, hat er nicht die richtige Farbe? Also sowas. Ja, so ist gut. So. Okay. Und hier auch. So. Oh, da muss auch noch eine Säule hin. Das kann ja schlecht so in der Luft schweben.
Gut, und hier pflastern wir das mal. So. So, und da können wir vielleicht einen Baum hinstellen oder so. Ja, und hier wird natürlich auch gepflastert. So. Naja, soll ich da einfach alles gleich mal pflastern? Nö, das muss nicht sein. Da schaue ich dann einfach erstmal. Okay. Und hier drinnen, also da will ich noch ein Obergeschoss machen. Und dann, ich setze erstmal das Obergeschoss drauf. Oh, das muss höher. Und dann kommt da innen noch eine Treppe hin. Ja, also tendenziell will ich das hier so rüber machen. Mal gucken. So vielleicht. So. Und da kann man dann das Schlafzimmer und sowas reinmachen. Okay. Und das Dach müsste dann in die Gegenrichtung gehen, sonst wird das da zu abschüssig in die Richtung. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, denn das braucht auch eigentlich Säulen. Eigentlich. Man könnte es auch freischwebend machen. Ich meine, moderne Architekten machen sowas freischwebend. Ja, sieht das denn cool aus? Ich denke mal, die Wirkung kann man wohl erst sehen, wenn da ein Dach drauf ist und so. Will ich es vielleicht hier vorne abschließen? So, jetzt setze ich mal ein Dach drauf. So. So. Ein bisschen tiefer. So. Lasse ich es überstehen. Erstmal nicht. Es muss noch flacher sein. So, und jetzt ziehe ich das hier hoch. Ja. Hochziehen geht wohl nur so. Komm, so. Und jetzt wird das hier so eingedellt. So. So ein bisschen wellenartig. Okay. Und dann gucke ich mal, ob hier dieses Blaue gut aussieht. Tja. Sieht fast zu langweilig aus. Aber hier das Weiß sieht auch nicht so toll aus. Und das Grau sieht gar nicht gut aus. Dieses hier ist, glaube ich, auch nicht toll. Naja, vielleicht doch. Doch. Wie nennt es sich? Schlichtes Betonplattendach. Also es ist eigentlich was Schlichtes und Einfaches. Aber es hat eine gewisse Klasse. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, ich meine, ein Blechdach ist jetzt auch nicht toller. Und dieses hier ist auch ein Blechdach.
Nö, nö. Tja. Schwierig, schwierig. Und dies da? Mm-mm. Auch nicht so gut. Ein Strohdach passt, glaube ich, überhaupt nicht. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Aber passt nicht so vom Stil. Vielleicht lasse ich es einfach erstmal so weiß und lasse es noch mal offen. So. Ne? So. Jetzt sollte ich hier oben auch diese Marmorplatten hinmachen. Und ja, was ich mich frage, ist, ob ich hier vielleicht noch ein zweites Dach mache, was so einen Teil von dem Pool in den Schatten bringt. Ich denke mal, das könnte schon ganz angenehm sein. Ich guck mal, wie das aussieht. So. Also im Zweifelsfall kann man da auch einfach einen flachen Überstand machen, aber ja, vielleicht könnte man auch dieses Wellenmuster wiederholen. So, das würde ich dann bis hierher ziehen. Und so. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. So, so. Okay, und jetzt nehmen wir einfach mal die gleiche Dachfarbe. So, das steht natürlich hier über. Und brauche eine Säule. So, es steht zu weit über. Okay, es muss kleiner sein. So. So. Na, es ist auf jeden Fall irgendwie verrückt. Ein bisschen beunruhigt mich das schon hier so freischwebend. Aber es ist, wäre schwierig, da eine Säule hinzumachen. Ich könnte natürlich diesen Hang dorthin ziehen. Und da müsste ich aber trotzdem anderthalbgeschossige Säulen machen. Ich lasse es erstmal freischwebend und ich guck mal, ob ich da so Friesen hinmachen kann. Mal gucken. Furnier, Außenleiste. Ja, das ginge. So, hau mal nicht ab. Da ging es auch. Gut. Ja, und dann geht es wahrscheinlich auch hier. Okay, und da auch. Ja, sehr schön, das gefällt mir doch. Und hier, jawohl. Okay, und um es hier hinzumachen, müsste ich da noch so eine neutrale Platte hin einfügen. Ja, das kann ich dann noch sehen. Jetzt sollte ich hier noch eine Tür machen, eine Eingangstür. Erstmal mache ich den Boden hier noch so. Und dann machen wir hier einen Weg. Und
Den machen wir ein bisschen länger. Der sollte auch hier hin. Na komm. So. Warum geht's da nicht? Merkwürdig. Und hier mache ich so eine Verbindung. Na? Vielleicht muss ich da mal runtergehen. Ah, das könnte wegen des Hügels sein. Aber wie konnte das passieren, dass hier von selber ein Hügel entstanden ist? Vielleicht, weil die Treppe zu kurz ist. Tja, sowas aber auch. Dann machen wir hier noch eine kleine Treppe hin. Haha. So. Jawohl. Geht nicht. Inkompatibel mit was? Inkompatibel mit Geländebeschränkung? Ja, Leute. Na, dann muss ich das irgendwie mit dem Anmaltool weiß anmalen oder so. Marmormäßig. Mal gucken. Nee. Ja, schon viereckig. Steine. Da gibt es irgendwie nichts so Richtiges. Gar nicht gut. Das ist aber hässlich. Tja. Dann versuche ich mal hier diese Fliesen wieder wegzumachen. So. Jetzt ist es auch wieder flach. Okay. Ich guck mal, ob ich da die Treppe. Nee, die passt sich da von selber an. Die stelle ich mal weg und mache das hier flach. So, Gelände abflachen. Wenn man hier drauf drückt und dann so. So. Und jetzt stelle ich die da wieder hin. Okay. Ah, jetzt geht's ja nicht bis ganz oben hin, oder wie? Mal gucken. Ah, das geht immerhin. Sehr gut. Und das geht jetzt auch gut. Dann haben wir das Problem ja gelöst. Und dann könnte ich hier so einen kleinen Mini-Pool reinmachen, der so mehr so ein Springbrunnen ist. Aber wo man auch durchaus schwimmen kann. Ich meine, wenn schon Wasser, dann finde ich, sollte man da auch drin schwimmen können. Okay, dann machen wir Glitzerwasser. Hier und da auch. Und dann holen wir uns hier ganz tolle Springbrunnen. Vielleicht einen mittleren, kleiner Wasserspender mit Doppelkuppel. Ja, so. Und drumherum ein, so eine Gruppe. Ist das passend drumherum? Nein, ist es nicht. So ist besser. Und dann nehmen wir noch ein paar kleine Tanzende. So. Und machen hier einen schicken Rahmen drumrum. Poolleiste. Ist die schick genug? Das passt besser. Ja, dann haben wir hier ja schon mal ein erstes Deko-Element und da können wir das
Ganze wiederholen. Mal gucken, ob das geht. Drehen. So ist er zu groß. Dann packe ich den erstmal hier hin. Säule weg. Ein bisschen kleiner. So. Die Länge, passt die denn? Wahrscheinlich nicht. So. Und jetzt muss ich natürlich das ganze Springbrunnenzeugs neu justieren, aber es passt noch rein. Das ist doch gut. So, und hier noch eins. So. Und ich könnte den hier auch nochmal hier vorne hin machen. Okay, da passt er nicht, weil er zu breit ist. Dann nehme ich lieber den anderen. So, kopieren, drehen. So, Säulen weg. Nachjustieren. Und vielleicht stelle ich in einen dieser Pools auch noch so ein Kaufspringbrunnen rein. Mal gucken. So. Na, da muss hier auch noch Marmor. Wenn schon, denn schon. So. Okay. Auf jeden Fall ist es ein erfrischender Eingangsbereich. Richtig gut schwimmen kann man da bestimmt nicht mit den ganzen Springbrunnen. Aber das soll ja auch mehr Deko sein. So. Was können wir hier hypermodernes? Vielleicht so ein. Der will an den Rand. Warum nicht in den Pool? Weil er da untergeht. Okay. Dann machen wir hier einen hin und da einen hin. So, ah, und hier haben wir diese Wasserfälle. Mal gucken. Also erstmal brauchen wir eine schicke Tür. Und dann, das ist Wasserfall Nummer 1, 1.1, hat der die richtige Höhe? Nein, der ist zu hoch. Der wäre hier vielleicht, ja, ich stelle das, den ruhig mal hier hin. Warum ist der eine höher als der andere? Habe ich den reingesetzt oder so? Irgendwas stimmt da nicht. Ah, weil es da rechts höher ist. Okay. Also machen wir einen weg und machen einfach zwei Wasserfälle neben die Eingangstür. Das lässt sich dann zwar schlechter spielen, aber ich denke mal, ich werde sowieso eher gegen Ende von dem Josie Let's Play hierher ziehen. Und dann ist es nicht so schlimm, wenn das Spiel ein bisschen durch rumstehende Sachen eingeschränkt ist. So, jetzt eine tolle Tür. Ich meine, die wäre schon toll, aber wie schon gesagt, die hatten wir schon so oft. Also vor allem jetzt bei Jennys Haus. Und ich möchte es möglichst ein bisschen anders machen. Die Frage ist nur, welche sieht sonst noch cool aus? Diese hier? Das ist irgendwie langweilig. Ich meine, schlecht ist sie nicht, aber... Man könnte sie nehmen. Aber sie beeindruckt mich jetzt stilistisch nicht besonders.
Auch die Farbauswahl ist nicht irgendwie sehr beeindruckend. Die ist zu schmal. Die auch. Also es sollte schon eine Dreiertür sein, finde ich. Ich nehme mal die hier. So. Und hier müssen jetzt Fenster rein. Und vielleicht mache ich da jetzt nicht so eine durchgehende Fensterfront, sondern nach vorne will man sich ja vielleicht eher ein bisschen abschotten. Und aber nach hinten raus, da wo die schöne Aussicht ist, also hier, wo ist das Meer? Oh, dort ist das Meer. Gut, da müssen wir auf jeden Fall in die Richtung noch Fenster machen. So. Und ich mache dann später die Fenster dort weg, wo ein Badezimmer hinkommt. So, damit man das Meer sehen kann. Ich meine, dann hätte ich natürlich auch das Ganze in Richtung Meer ausrichten können. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig bedacht. Aber hier hat man ja auch eine schöne Aussicht. Tja. Kann ich das ganze Grundstück noch umdrehen? Ich glaube, es ist quadratisch. Ja. Dann wäre das zwar mit dem Eingang etwas merkwürdig. Und es ist schon, das Grundstück ist in diese Richtung ausgerichtet, mit diesen Terrassen und so. Ich lasse das mal so. Jetzt brauche ich aber schöne Fenster. Und die Folge ist schon ultra lang, aber ich möchte es gerne so schon hinkriegen, dass ich da einen Screenshot machen kann, der irgendwie cool aussieht. Und dazu muss ich hier jetzt noch Fenster reinfügen. Diese da, die hatte ich kürzlich auch schon mal. Ich glaube, dann habe ich die wieder rausgeschmissen. Ja, das ist nix. Die sind so, ja, schon modern. Also modern sind die. Und zwar in Weiß gefällt mir das besser. Dann mache ich hier vielleicht so. Ja. Das finde ich ganz hübsch. Okay. Ob ich vielleicht das auch hoch mache? Ich gucke erstmal, ob ich die auch als niedrige Fenster kriege. Oder so ähnliche. Ich meine, man könnte auch hier vielleicht für den Eingangsbereich solche Fenster machen. So nach dem Motto, wir wollen nicht von euch gesehen werden. So Promi-Haus, abschottungsmäßig. Weil das ist ja der Schlafbereich. Da kommt auch ein schönes Badezimmer rein. Und da möchte man von vorne aus nicht gesehen werden. Ja. Okay, man kann die nicht so variieren, also entweder so oder in einer Reihe. Ich guck mal, wie es in einer Reihe aussehen würde. Auch nicht besser. Oder? So. Na, es passt auch nicht ganz. Da müsste ich diesen Bereich entweder kleiner oder größer machen. Also weil es hier eine größere Lücke gibt als dort. Nee, ich denke mal, verteilt gefällt mir besser. Man könnte es auch so machen. Eins hier. Eins da, eins weg, eins hier. Ja, gut,
das hat seinen Reiz, finde ich. Okay. Und dann mache ich hier wieder diese Fenster mit Aussicht hin. Und da, wo dann das Bad ist, mache ich sie weg. Und dort kommen auch die Aussichtsfenster. Ja, hier stimmt das mit der Ecke nicht ganz. Da könnte ich ja erstmal die schmaleren Varianten reinsetzen. Und später mache ich dann da noch das Feintuning. Okay. So. Und dann gibt es doch da so rasend raffinierte. Ah, hier muss ich das noch mal reinschieben. Das sieht nämlich komisch aus. Sieht es so besser aus? Ja, schon. So tolle Deko-Elemente, die man hier so an die Wand machen kann. Von dem neuen Pack. Mal gucken, ob ich die kurzfristig finde. Hier nicht. Alle Anzeigen, dann filter ich mal. Normalerweise verwende ich solche Wanddeko-Elemente eher nicht, weil die dann beim Gameplay oft so stören. Die sind optisch so im Weg. Aber da ich hier in der Villa nicht mehr sehr lange spielen werde, diese hier meinte ich. Denke ich, könnte ich das ja mal versuchen. So, in welchen Farben gibt es sie denn? Naja, nicht so in den passenden. Och, das ginge aber. Ups. Da wäre mir natürlich so ein Türkis schon lieber. Das ist die lange, das ist die mittlere, okay. Die ist hier schon passend. Und das ist die kurze. Gut. So. Oder gibt es hier auch in Schwarz? Das könnte noch cooler aussehen. Ich probiere es mal in Schwarz. So. Ja, und dieses Dingenskirchen macht sich da nicht besonders gut. Gibt's da nicht noch was anderes in der Art? Hm. Nee, das war's wohl schon. Ja, das passt dann irgendwie nicht so dahin. Dann gucken wir hier mal, ob dies irgendwie passt. So. Nee, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Hier, so. Vielleicht könnte ich dieses Fenster hier. So, mal drehen. Zumindest hier noch irgendwie unterbringen. Na, da muss ich sie wohl dicht an dicht schieben. Mal gucken. Oh, dann passt es auch nicht. Mal gucken, wie das irgendwie passend wird. So. Ja, richtig passend ist es auch nicht. Tja.
kriegt man nicht so richtig passend gemacht. Vielleicht hier eins und dann hier eins. Ja, ja, so passt es halbwegs. Und da auch? Nee, da nicht. So. Irgendwie hätte ich das Dach lieber in Blau. Ich guck mal, ob es diese Farbe nicht auch in so einem Blau gibt. Nein. Aber irgend so was Ähnliches gibt es doch auch in so einem Blau. Putz in Perfektion. Nee, die Farbe ist es nicht. Dieses hier vielleicht. Schon eher. Da, gib mir den Stuck. Das ist zu krass, glaube ich. Obwohl. Wenn's heller wäre, würd's mir besser gefallen. Nee, das ist schon zu krass. Und gibt es hiervon eine Variante, die mir besser gefällt? Oh, das ist auch zu babyblau. Und dies? Sollte so ein bisschen was von diesen Poolfarben haben. Ich guck mal hier. Das ist sehr krass. Ja, das ist sehr krass. Dann lieber das, glaube ich. Und da gibt's nichts in der Art. Und das Dach. Tja. Ja, es begeistert mich nicht so richtig. Aber dieses hier auch nicht. Obwohl, es würde auf jeden Fall besser passen und hätte so diesen Wellenwassercharakter, würde es rüberbringen. Und dann passt aber diese Farbe nicht so richtig. Die passt ein bisschen besser. So, muss ich nochmal durchgucken, ob es da vielleicht noch was gibt, was besser passt. Dies passt besser. Okay. Gut. Oioioioioi, eine Stunde schon fast. Nein, nein, das ist aber eine lange Pilotfolge. Tut mir leid, wenn euch das zu lange ist. Die nächsten Folgen werden bestimmt kürzer. So, jetzt gucke ich mir das mal an. Na, es sieht schon abgedreht aus. Und das soll's ja auch. Gut, ich denke, ich lasse das jetzt erstmal so. Das wird sich ja sowieso noch stark verändern in den nächsten Folgen. Das ist ja erst nur der erste Anfang. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!